Wir schauen uns heute wieder Shorts an. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür mehr Shorts. Und wir gehen direkt rein. Let's go. Die UFO-Zeiten. UFO-Zeiten? Wir haben wahrscheinlich viele von euch mitbekommen. Wir alle vermissen sie, aber was waren denn eigentlich so die besten Moments? Ich habe absolut keinen Plan. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Fangen wir mit einem Klassiker an, Donald Trump und seine Entführung. So, Donald, es ist Zeit zu gehen. Meine Damen und Herren, wir haben es erfolgreich geschafft, Donald Trump vom UFO in meine Wohnung zu bringen. Oder auch die legendären Salzkrebse. Was jetzt aber hoffentlich... Salzkrebse? Ist der gute alte Jürgen. Wie geht's dir, du alter Schlawiner? Mann, was ist denn mit Jürgen? Man, ich hätte auch gerne mal sowas mal mitgemacht, sowas wie UFO. Wäre ich zu der Zeit größer gewesen oder so, wahrscheinlich hätte ich dann auch mit denen da chillen können. Voll schade. Passiert. Jürgen hat's nicht geschafft. Palutens Raum, der nie fertig gestrichen wurde. Was macht das Raumschiff hier an meiner... Nein! Ich bin nicht sicher, ob das gerade ein Raumschiff war. War schon ein Raumschiff, ja, ne? Es war ein Raumschiff, ne? Das ist ja. Doch die völlig falsche Wand. Und natürlich die ganzen Pranks. Das ist auch ein Raumschiff, ne? Das kann man halt machen. Okay. Ach, komm schon! Mit dem legendären Bällebad. Ich wusste es! Schwach! Ja, boah, das ist schon geil. Ist das geil. War das schon geil. Bin jealous. Hätte auch gerne sowas. Nur hatte ich nie Freunde. Schade. Ich habe noch nie heimlich Süßigkeiten gegessen. Ihr müsst auch trinken, wenn ihr es gemacht habt. Boah, was hast du denn gegessen? Ich hab noch nie mal... Perfekt erklärt. Süß ist halt. ...meine Geschwister gehauen. Wir trinken. Dabei bist du doch die Jüngste. Ich war noch nie verliebt. Warte, ich war noch nie verliebt? Du warst schon mal verliebt? In Timo. In Timo. Jetzt ist er was? In der Schule. Ich hab noch nie ein Essen... Oh nein. Oh, was für eine traurige Love Story. Ich gemocht, was Mama gekocht hat. Was magst du nicht? Spinat. Was magst du noch nicht? Gurken. Gurken? Wie kann man Gurken nicht mögen? Bei wie viele Likes machen wir noch ein Video? Bei 5.000. Bei 5.000? Ja. Ihr habt's gehört. Ist süß, ne? Ist ja auch mal süß, ne? Wie kann man Gurken hassen? Alter, was ist denn das hier bei mir? Was ist denn das? By the way, Leute, für die, die es gerade auf YouTube schauen, das ist gerade ein Live-Chat von Twitch. Und die schreiben gerade hier, dass Gurken i sind. Schreibt mal bitte in die Kommentare, dass Gurken nicht easy sind. Die sind geil. Gurken ist das... Guck, ihr macht eine Gurke, macht sie klein, macht Salz drüber. Maschallah, das ist voll geil. Gurken ist so ein geiler Snack und der hat gar keine Kalorien. Das ist wie, als würdest du fast Wasser essen. Das ist voll geil. Statt einen Kinderriegel in den scheiß Schlund reinzuwerfen, wirf dir einfach mal eine Gurke in den Schlund. Du kannst eine ganze dicke, fette, so eine richtig große, dicke Gurke, die in den Mund reinstecken und dir trotzdem höchstwahrscheinlich weniger Kalorien als so ein kleiner, winzi kleiner Kinderriegel. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Das kann man auch leicht falsch verstehen. Das sah gerade vielleicht ein bisschen falsch aus. Warte mal ganz kurz. Das ist doch nicht so... Egal, wir machen weiter. Hätte die Seven vs. Wild Orga Sascha und Knossi fast sterben lassen? Red Tide. Es gab nämlich Risiko für Red Tide. Eine hochtoxische Algenblüte. Da kam irgendwann die Meldung... Red Tide, ja? Kenn ich nicht. Viel Spaß mit der Gurke. Ach, Digga, wirklich, Justin. Ich weiß von den Rangern mitten im Projekt. Hey Leute, übrigens, hier ist Red Tide. Ess die Sachen nicht. Verdammte Kacke, Sascha. Wenn das wirklich Gift ist. Wir haben das gegessen und haben dann direkt danach und so gedacht, warte mal, das war jetzt doch ein großer Fehler. Die Muscheln sind rot, man isst doch keine roten Muscheln. Und irgendwie Ranger sind gekommen, meinten die so, ja, keine Info. Wenn das jetzt normal riecht und ausschaut, dann würde ich es persönlich halt essen. Knossi wurde dann richtig aggressiv. Ich aber auch. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt sofort wissen, ob... Boah, der, Menschen, ihr macht so bei Seven vs. Wild mit, unwahrscheinlich, aber dann esst ihr so dieses Red Tide oder so und ihr sterbt das bei ihr. Das nicht, sonst gehen wir raus. Nicht ich wusste, dass es giftig ist und keiner euch das gesagt hat. Das hätte ich uns vorher sagen müssen, habt ihr aber nicht. Damals schon gegessen gehabt. Und dann, halbe Stunde später, kommen die angefahren, die Rangers, richtig schnell. Auf keinen Fall essen, auf keinen Fall essen. What the fuck? Da sind wir auch heute noch echt ein bisschen enttäuscht, dass das passiert ist, weil das darf einfach... Das hätte einfach... Imagine, die hätten einfach legit beide sterben können da bei diesem Projekt. Weil keiner darauf geachtet hat, dass das giftig sein kann. Das ist crazy. Was ist das oben rechts an meiner Tastatur? Ich werde die große Frage beantworten, weil die Frage nämlich sehr, sehr oft immer kommt. Das ist ein kleines Display. Ich habe das nur aus, deswegen sieht man eigentlich nur eine Spiegelung. Und alle Leute, die immer so sagen, ey Basti, hast du nicht Angst davor, dass du dich darin spiegelst? Nein, denn meine Tastatur liegt flach auf und spiegelt sozusagen nach oben. Mein Kopf ist nicht hier. Mein Kopf ist halt
hier hinten. Da oben, das da, das Pinke, das ist meine Decke. Das, was ihr da seht, das ist mein oberster Monitor. Also, es ist, da ist der Chat. Wenn ihr schnell schreibt, dann seht ihr, wie das jetzt zum Beispiel gleich rattert. Ja, da kann ich, also da. Ja, okay, cool. So komplett kahl oder ein bisschen. Nee. POV, du hast keinen Sitzplatz reserviert. Sitzplatz. Geil, ganzes Abteil für mich. Das war ich gestern im Zug. Nee, by the way, ich habe einen Sitzplatz reserviert, aber ich musste neben jemanden sitzen und ich musste erstmal fragen, ob ich an dem vorbeikommen kann. Super unangenehm. Musstet ihr schon mal im Zug jemanden fragen, ob ihr ganz kurz da vorbeigehen könnt, damit ihr in die Ecke könnt? Ich war da so mit Koffer, Stativ, Rucksack, voll viel. Ich war so, brrr. Ja. Smart gemacht. Die hat das ja wirklich in den Zug so gedreht. Hatte sie die ganzen Kostüme dabei? Habe ich reserviert. Wollen Sie genau auf den Platz? Ach nein, das passt schon. Natürlich möchte ich meinen Platz, den habe ich reserviert. Aber hier ist alles frei. Ist mir egal, und wenn ein Sitzplatz vier Gänge weiter noch frei wäre, den habe ich reserviert, den will ich. Setz mich um, okay? Alter, schicker Schuh, Shirley. Nee. Charlina, kick mal an, komm, bitte. Mach mal jetzt einfach auf korrekt, komm. Also wenn du die angekickt bekommst, Junge. Musst du richtig, einmal richtig durchkicken. Was macht der Leg Day aus? Warte, nicht hiermit, sondern so am besten so hiermit. Und du machst nicht so, sondern du musst schon drauf sein und dann runter, weißt du? Ja. Oh ja, das war schon gut. Oh, da kam sie fast. Jetzt wird sie sauer. Was soll ich aufgeben? Vielleicht klappt das. Charlina, kick mal an. Ich bin verwirrt. Neuer Trend unter Kindern, der potenziell tödlich enden kann. Kevin. Damit seid ihr gemeint? Ganz kurz, der Rettungsdienst hat gerade angerufen, der bringt gleich einen 14-Jährigen. Der übergibt sich wohl die ganze Zeit, also scheint, als geht's dem nicht ganz so gut. Vielleicht der Klassiker, irgendwas Falsches gegessen oder nicht gut vertragen? Also beim Eintreffen des Rettungsdienstes hat der Patient über starkes Durstgefühl und über einen starken Schwindel geklagt. Okay. Er kann jetzt aber nicht mehr ganz so viel sagen, weil er sich permanent übergeben muss. Oh, okay. Das klingt gar nicht gut. So, nee. Moin, Rettungsdienst, ich will gar nicht lang drum rumreden. Ich glaube, dem Patienten geht's gerade nicht ganz so gut. Er kotzt auch die ganze Zeit. Bräuchte wohl noch etwas Flüssigkeit, hat schon sehr viel... Bin nicht mehr Kind, bin 16, bin 17. Sorry, Alter, wusste ja nicht, dass ihr so erwachsen seid, hallo? Jo, bin 13, seht ihr, da haben wir ein Kind. ...gebrochen und daher sehr viel Flüssigkeit verloren. Meint die Hot Chip? Also sicher, dass das eine Lebensmittelvergiftung sein soll? Ich meine, der kotzt ja im Strahl. Alles klar, Kevin, pass auf. Hab ich auch bei Lebensmittelvergiftung? Die haben das alles miterlebt. Geh am besten vorne einmal gucken, die können dir mehr dazu sagen. Verdammt, ich hab dir doch gesagt, dass es keine gute Idee ist, direkt 5 Chips zu essen. Okay, 5 Chips. Aber was denn für Chips? An diese Chips? Neuen Salt Chips. Es gibt doch jetzt dieses... Oh mein Gott, ja, essen die Salt Chips. Salt Chip Challenge. Ja, super. Was kommt als nächstes? Ich kack euch auf den Chip Challenge oder was? Neuer Trend und... Also, ich bin mir sehr sicher, dass man nicht 5 Salt Chips essen kann auf einmal. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich geht. Ich sag so, wie es ist. Warte mal ganz kurz. Hat mir Monte zugeschickt. Das ist hier alles voll, Alter. Die ganzen neuen Geschmäcker. Ich habe nicht einen einzigen bis jetzt probiert. Ah, scheiße. Ich lass jetzt hier stehen. Monte gönnt. Ich habe mir davon jetzt jeweils 2 in den Kühlschrank gepackt und ich wollte die vielleicht in einer Story oder per TikTok einfach mal öffnen. So. Bring mir die Sachen, Digi. Deine Lieblingskellnerin natürlich. Ja, die hat zwar maximal keinen Bock, dich zu sehen, ne, aber die kann nichts gegen mich sagen. Ich bin ihr Chef. Geil. Viel Spaß. Sie sind jetzt bei 20. Wollen Sie erhöhen? Was? Catch me nicht so gerade. Oh, das hab ich mal gesehen mit den Jungen. Habt ihr das mitbekommen? Gemacht, als er das sagte. Wenn ich 200.000 Follower erreiche, werde ich das tun, was der oberste Kommentar sagt und... Was? Das war aber Englisch eigentlich. Ah. ...das veröffentlichen. Der Top-Kommentar hat über 3,6 Millionen Likes und ist damit der meistgelikte Kommentar auf irgendeiner Social-Media-Plattform jemals. Doch was der Kommentar sagt, ist verrückt. Ich fliege in eine Kleinstadt in Thailand, werde von den Einwohnern akzeptiert, lerne die Sprache, trainiere 1,5 Jahre lang Muay Thai, kämpfe in einem Turnier, gewinne das Turnier, kehre in die USA zurück und trete der UFC bei. Bleibe in Form und bleibe bei deiner Gewichtsklasse ungeschlagen. Zieh dich zurück und gib ein Interview, in dem du sagst, dass dieser Kommentar der Grund war, warum du so hart gekämpft hast. Das unglaublich ist, dass sogar einer der besten Muay Thai-Kämpfer unter dem Video kommentiert hat und sagt, er würde ihn trainieren und in Thailand aufnehmen. Abonniere, wenn du sehen willst, was uns... Aber das macht? Ich glaube nicht, oder?
Ich weiß ja, was macht. Diese Frau hat ein unglaubliches Talent. Okay, seitdem was das für ein Talent? Seitdem sie ganz klein ist, übt sie alles Mögliche zu modellieren. Aber heute ist der große Tag, an dem sie beschloss, eine ganze Wand zu modellieren. Am Anfang scheint sie vielleicht nicht sehr geschickt zu sein. Aber wenn du das denkst, glaub mir, du irrst dich. Sie wird diese Wand komplett umgestalten und das Endergebnis wird absolut genial aussehen. Sie beginnt damit, einen Hügel zu modellieren und du kannst langsam sehen, wie die Wand eine Burggestalt annimmt. Sie hat verschiedene Werkzeuge zur Hand, um ihr zu helfen und schau dir mal bitte ihre Augen an. Sie ist extrem konzentriert, um keinerlei Fehler zu machen. Manchmal wirft sie das Material sogar wahllos gegen die Wand, um die Mauer realistischer zu gestalten. Und schau mal jetzt, ich will langsam das nimmt sie Gestalt an und beginnt eine Treppe zu bauen. Aber sie will keine ganz normale Treppe bauen. Ihre Treppe soll in 3D sein, was die Aufgabe extrem schwierig macht. Mit viel Feingefühl macht sie langsam, aber sicher Fortschritte. So sehr, dass sie nach mehreren Monaten Arbeiten das Endergebnis vor Augen hat. Es ist absolut umwerfend. Jo, was? Hä? Und wenn du auch der Meinung bist, dass sie super talentiert ist, abonniere. Jo, das ist krank. Das ist richtig heftig. Ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Ich hab meine... Aber drei Likes? Egal, ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Digga, was war denn das? Hat ja irgendwie eine Sirene. Ich hab meine komplette Technik, Mann. Nee, keine Technik. Nee. Hey, schaut mal, ich hab 90 von 100 Punkten im Mathe-Test erreicht. Zeig mal her. Wow, klasse. Ich dachte, du wärst dumm. Zeig mal her. 90 von 100? Hast du die Null da etwa selber hinzugeschrieben? Nein, hab ich nicht, Mama. Ich frag dich nochmal, hast du die Null da hinzugefügt? Nein, ich hab nicht die Null hinzugefügt. Wenn du mir jetzt nicht sofort die Wahrheit sagst, dann bekommst du eine Woche PC-Verbot. Papa! Der Chef steht da. Mann, Mama, bitte, ich schwöre, ich hab die Null da nicht hingemalt. Deine letzte Chance. Ich hab die Null da nicht hingemalt. Also gut, ich hab die 9 hinzugefügt. I want to learn to be able to do a one-arm pull-up. Mr. Frank, how do I do it? First, 10 to 15 clean pull-ups. Can you do pull-ups? Yes, yes. Next, band assisted. You're going to use this to help you. Right there? Yeah. Krieg ich aber auch next, hin. You're going to do the same thing, but you're going to grab lower on the resistance band to give you less assistance. Oh! Okay, after that krieg ich nicht mehr is hin. The lock-off. Hold at the very top. You're going to hold for time and work on the bottom position of the pull-up where you're just holding the bottom position, like a 90-degree bend. Perfect. And he said also, you want to strengthen the bottom? Strengthen the bottom. Challenge. Dead. Hold. Yeah. Like, you want an active hang. Way harder than it looks. And next we're going to do the negative. Our goal, 3 to 5 second drop to the bottom. Sieht so einfach aus bei ihm. Stay strong. The last step is you're going to do partials from the top. And you could do your reps. Okay, let's see what it looks like when a mortal tries it, right? Stay flexy. Stay flexy. Holy shit, hey, wie krass ist das denn? Turn off the bike. Turn off your bike. First time getting pulled over, I was nervous. Was passiert jetzt irgendwas krasses? Okay, bereitet sich vor, böse zu ihr zu sein. Hey, was soll das? Da war ja gar nichts, Alter. Da war nichts. Ey, Mann, ich check's nicht. Schatz, dass du scheiß leer. Ey. Jonas. Wie bitte? Ich hab das leer gemacht, aber ich habe auch mal komplett meine Füße und so sauber gemacht. Das war doch noch halb voll. Du hast deine Füße damit sauber gemacht? Ja, und Brust und Achseln und alles, meine ich. Das ist dafür aber doch gar nicht gemacht. Jedes Girl ist gerade getriggert. Sonst? Für die Haare, für geschmeidiges Haar. Das kann man für alles mal benutzen, oder nicht? Nein, das ist nicht dieser 5-in-1-Scheiß-Brot-Kack. Ey, weißt du, wie teuer das war? Jeder Junge benutzt die 5-in-1-Dinger. Oh, es tut mir leid. Du hast das Shampoo leer gemacht und jetzt werde ich dich leer machen. Ich höre halt gar nichts hier, Alter. Mir gefällt's. Wow, was hast du vor? Du hast mein Leben zerstört, also werde ich deins zerstören. Weil ich dein Duschgel leer gemacht habe? Haarshampoo, es ist ein Haarshampoo. Ich habe auch den Conditioner benutzt. Hast du den auch leer gemacht? Nein, aber ich muss jetzt weg für die nächsten Wochen. Hat der ein Kleid angehabt? Schatz, das Duschgel ist leer.
Oh nee. Ja, nein. Nike hat mich fast verklagt. Vor einem Jahr habe ich einen Nike-Store eröffnet, nur dass Nike so geschrieben wurde. Dabei habe ich über 3000 Euro für Klamotten ausgegeben, die ich dann an Kunden verschenkt habe. Nur dass das Nike-Logo so aussah. Über den Tag hinweg haben über 300 Leute, weshalb wir ziemlich schnell keine Klamotten mehr zu verschenken hatten. Und weil ich in dem Video gesagt habe, dass Nike besser als Nike ist, hat mein Anwalt schon mit den Händen gewunken. Und ich habe nur keine Post von den Anwälten von Nike bekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch 40.000 Abonnenten hatte. Ich glaube, ein Jahr später sollte ich das nicht mehr machen. Richtig. Kannst du diese Stimme nachmachen? Schauen wir mal, wen hast du denn da? Oh, Synchronsprecher. Alexander Mahone, FBI Agent Alexander Mahone. Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann. Ben Affleck spreche ich auch sehr oft, seit über 20 Jahren. Also bin ich manchmal auch Batman. Simon, Theodore, Elvin! Das habe ich gar nicht erwartet. Ich nehme an, du machst auch Synchron? Es ist so ähnlich. Kannst du diese... Ich wär, also, ja. Nein. Was ist euer Traumauto? Boah. Audi 8. Hab's erst gesagt. Stellst du die Frage mit Hintergrund so? Ja. Also, hast du auch eins? Aha. Und im besten Fall sagen die das Gleiche? Ja, das ist stark. Schon okay, krass. Jungs, Fiat 500 muss einer sagen. Nummer 4? S-Klasse Coupé. Nummer 3? Lamborghini Urus. Nummer 1? Audi RS7. Mhm. Ich habe gerade, das Ding ist, ich habe in den Notizen gesehen, da stand Audi RS7, ne? Ja. Ist das dein Auto oder was? Hier ist mein Traumauto. Krass. Was wow. Ist euer... Hey, perfekt matchen. Die sind voneinander bestimmt. Fünftklässler früher. Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Doch wie stellt sich mir jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird? Yo, sorry. Könnte ich da mal kurz an meinen Spind? Bitte nicht hauen. Yo, entspann dich. Ich will nur mein Trinken holen. Keine Angst. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 10. Wow, krass. Baba Mini, so bin ich ehrlich. Was? Und sorry nochmal, dass wir dir den Weg versperrt haben. Was ist heute? Jim Beam und Woody, richtig mieser Body. Sie springt in den Swimmingpool, ich sehe in der Lobby. Yo, sorry, kann ich da mal kurz an meinen Spind? Wer bist du, Mono? Was laberst du mich so an, Alter? Wow, entspannt euch, ich bin in der 10. Ja und? Was interessiert es mich, du Pisser? Okay, sorry, aber kann ich jetzt kurz an meinen Spind? Eher, ne? Ach, nein, und jetzt mach einen Abgang, bevor es hier gleich Bretter hagelt. Ist so heutzutage, ne? For real. Frau Müller noch, wir gehen dann raus. Ich wollte dir heute meinen besten Freund Max vorstellen. Hey, wie sie datet doppelt. Ja, da kommt er auch schon. Yo, yo Max, Bro, was geht, Alter? Du musst unbedingt was über meine Chaya erzählen. Und ich muss dir meine vorstellen, geil, Bro. Mann. Hey, Max. Oh, hi, Chaya. Anna. Es freut mich, dass ihr euch endlich kennenlernen könnt. Ach, also wir kennen uns schon in- und auswendig. Was? Naja, Bro, wie soll ich sagen, aber deine Chaya ist auch meine Chaya. Kannst du mich auch einfach Anna nennen? Chayana ist auch deine Chaya? Wird mir echt zu dumm, Jungs. Warte! Du bist doch die, die hier doppelt datet. Ich hab nie gesagt, dass wir uns daten. Wir sind nur Freunde. Also, schläfst du mit all deinen Freunden? Was, ihr schlaft auch miteinander? Nee, nicht mit allen. Na, Schatz, was steht heute? Frau Müller. Ey, Frau Müller. Okay, das war's mal wieder mit den Schatz. Leute, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!